Wir werden angegriffen. So. Hier dunkelt sich alles ab. Runenkrieger, zu mir! Standhalten, Männer! Wir werden angegriffen! So, gut. Dann machen wir jetzt noch kurz ein bisschen Aufklärung, wo was ist. Also ja, wir wissen, hier ist ein Menschenmonument. Hier sind ein paar Bären. Hier sind keine Steine, okay. Hier ist das Elfenmonument. Eiserner Hauptmann, okay. Gehen wir noch einen Ticken vor. Gut, hier wären Steine. Eiserner Kommandant. Ja. Das heißt, wir holen uns jetzt das Zwergenmonument. Haben, wie gesagt, keinerlei. Moment, wo haben wir... Ach, da haben wir Eisen. Okay. Wir haben keinerlei weitere Steinvorkommen. Und ja, wenn ihr mal auf unsere Ressourcenanzeige da oben achtet, hat sich was verändert. Wir haben jetzt eine dunkle Zahl und davor eine helle Null. Ich höre. Das bedeutet, die dunkle Zahl sind die Rohstoffe, die unsere dunkle Armee besitzt. Und die Null sind die, die unsere helle Armee besitzt. Also gar nichts. Was steht an? Das finde ich jetzt echt doof, dass das die... Okay, der Stein sollte mehr als ausreichend sein für eine Zwergenbastion. Aber das macht jetzt den Start ein bisschen langsam.
Ja, und auch Einheitenlimit ist nicht geteilt. Die helle Armee hat ihr eigenes Einheitenlimit. Lasst uns anfangen. Gibt es Arbeit? Also, das heißt, das Erste, was wir schnell machen müssen, ist ein Steinbruch. Kleines Haupthaus und Steinmetz, dass wir die Steinproduktion richtig in Gang kriegen. Und dann... sollten wir eigentlich gucken, dass wir schnell ein paar Verteidiger... Lasst uns anfangen. ...die Ressourcen für Verteidiger zusammenkriegen. Dass wir 10 Verteidiger haben, die uns bei der Verteidigung helfen. Wie gesagt, Zwerge haben keine Defense-Gebäude. Ja, deswegen können wir mal kurz gucken. Was machst du nochmal für Zauber? Verstärkt Nahkampffähigkeit. Ja, das ist praktisch. Kriegspriester, das hat das letzte Mal so gut nicht funktioniert. Das Gebäude ist fertig. Und wenn wir Glück haben, hat der Gegner hier eh nur eine Base. Dann ist auch der gegnerische Ansturm nicht so hoch. Was wollt ihr? So, erstmal wollen wir ein kleines Haupthaus hier haben. Nied half zur Ehre. Der eiserne Kommandant und eiserne Oh, großer Klingenweber. Speer. Was wollt ihr? Das Gebäude ist fertig. Ich höre. Spiel. Komm schön her. Oh, da kommt schon noch ein Klingenweber gleich. Wie gesagt, erstmal das, was wir brauchen für... Lasst uns anfangen. Verteidiger. Wird gemacht. Kinderspiel. Also für Verteidiger brauchen wir eine Schmiede, eine Munzipalde und eine große Waffenkammer. Mich stirbt das.
soll ich töten? Mich dürftet. Keine Ahnung, warum du ein anderer erwachter Toter bist. Als die anderen. Lasst uns anfangen. Das wird ein Meisterwerk. Gibt es Arbeit? Spuckt in die Hände, Männer! So, die Eisenversorgung ist gewährleistet. Wollen wir uns als nächstes die Mondsilberversorgung? Was steht an? Jawohl. Eine meiner leichtesten Übungen. Schon unterwegs. Und errichten auch gleich noch eine Schmiede. Ja. Ja, Krieger. Krieger brauchen wir erstmal noch nicht. Lasst uns anfangen. Ihr wünscht? Das Gebäude ist fertig. Ja, dafür brauchen wir dann auch erstmal noch ein mittleres Haupthaus. Standhalten, Männer! Spuckt in die Hände, Männer! So, Mondsilber kommt rein. Nur ein eiserner Fußsoldat. Nein, das sind noch Speer, gut. Kleinigkeit. Das ist eine große Mondsilberhalle und eine große Waffenkammer und dann kümmern wir uns erstmal um Nahrungsproduktion, damit wir ein paar mehr Verteidiger uns holen können.